ARD. Gibt es den Beruf der Kunstfurzer und Kunstfurzerin? Also wenn ja, ist das schon ekelhaft. Also ich habe jetzt erfunden hingeschrieben, aber wenn man so viel furzen kann, dass man ein ganzes Lied furzt, dann muss man zum Arzt gehen. Extrem erfolgreicher Maler. Okay, das nicht. Aber mega talentierter Schauspieler. Okay, jetzt habe ich's. Super bekannter Popstar. Gibt's doch gar nicht. Also, schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich lasse mir hier gerade meine Traumberufe vorschlagen, die ich für mich und meine besonderen Fähigkeiten und Talente in Frage kommen könnten. Aber irgendwie, dieses Programm scheint nicht zu funktionieren. Also, alles, was ich vorschlage, wird abgelehnt. Ich meine, das Ding ist garantiert kaputt. Aber völlig egal. Ihr merkt schon, um was es heute geht. Es geht um Berufe. Also, mit dabei sein und mitraten. Hörspielshow! Heute mit am Start zwei richtig clevere Kids. Es treten an Philippa. Hallo! Philippa! Und Philippa spielt gegen Jannis. Hi! Jannis! Und ich freue mich, dass ihr zu Hause wieder mit dabei seid, dass ihr mitratet und ich freue mich auf unsere künstliche Froschintelligenz. Hallo Frogbot! Hallo Jo Johannes! Ich heiße Johannes immer noch. Hallo Johannes immer noch. Um was geht es denn heute? Oh, sehr witzig. Naja, völlig egal. Also, es geht um ein super spannendes Thema. Es geht um Berufe. Das klingt gut. Was ist eigentlich dein Beruf, Johannes, immer noch? Ich bin Moderator. Aha, und wann arbeitest du als Moderator? Na jetzt gerade. Ach so, ich dachte, du liest hier nur von deinen Zetteln ab. Ich wusste nicht, dass das ein Beruf ist, den man Moderator nennt. Das ist sehr witzig. Was ist denn dein Beruf, bitteschön? Ich bin eine überdurchschnittlich lustige künstliche Froschintelligenz, die extrem gute Witze macht und gerne Fliegenpizza isst. Ohne mich würde die ganze Show hier nicht funktionieren. Also extrem witzig. Ich finde, extrem komisch würde bei dir besser passen. Egal. Wir stellen jetzt die Kommunikation ein und ich begrüße unsere beiden super coolen Kids, die heute mit mir spielen, Jannis und Philippa. Philippa, stell dich vor. Hallo, ich bin Philippa, ich bin 14 Jahre alt und meine Hobbys sind Tanzen, Tennis spielen und mit meinen Freunden rausgehen. Philippa, hast du einen Traumberuf und welcher ist das? Ja, also eigentlich dein Beruf, so Moderatorin oder Schauspielerin, generell irgendwas vor der Kamera. Das und wie kommst du darauf? War schon immer so. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals was anderes machen wollte. Aber eher Moderatorin oder Schauspielerin? Oh, das ist... Weiß ich noch nicht. Hauptsache irgendwas. Aber stell dir vor, du bist eine große Schauspielerin. Was wäre so deine Lieblingsrolle? Ja, in so Dramaserien oder vielleicht so die Böse in einem Film, aber irgendwas ist... Ich bin bescheiden. Hauptsache, ich kriege eine gute Rolle. Okay, Hauptsache ein Hollywood-Streifen. Natürlich, genau, ja. Also ich bin bescheiden, aber der Oscar darf es schon sein. Ja, genau. Jannis, stell dich vor. Hi, ich bin Jannis, ich bin 13 Jahre alt und meine Hobbys sind Fußball spielen, schwimmen und auch mit Freunden rausgehen. Hast du einen Traumberuf? Also ich hatte halt den Traumberuf, Tierarzt zu werden. Ah, cool. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Irgendwie wollte ich es einfach schon immer. Wusste aber auch als Kind alles über Tiere. Aber jetzt ist es irgendwie, keine Ahnung, jetzt habe ich gerade keinen Traumberuf mehr. Ihr habt euch über beide zwei richtig coole Traumberufe ausgesucht, sowohl Schauspielerin als natürlich auch Tierarzt. Und ich spiele mit euch drei Spiele. Für das erste Spiel gibt es einen Punkt, für das zweite Spiel gibt es zwei Punkte, für das dritte Spiel gibt es drei Punkte. Wer in den ersten drei Spielen mehr Punkte sammelt, der hat in unserem großen Finale einen kleinen Vorteil. Jetzt kommen wir zu Spiel Nummer 1. Wie klingt wer? Genau so heißt unser erstes Spiel und das geht total einfach. Ihr hört Geräusche hintereinander und diese Geräusche passen zu einem ganz bestimmten Beruf. Ihr hört genau zu und wenn ihr denkt, ihr wisst es, dann buzzert ihr und gebt eine Antwort ab. Wenn ihr aber eine falsche Antwort abgebt, dann hat der andere noch eine Chance. Wer schneller buzzert, die meisten Berufe richtig erkennt, der gewinnt das erste Spiel. Okay. Alles klar? Ja. Dann geht's los. Hier sind die ersten Geräusche. Ja.
Was ist das für ein Beruf? Philippa! Hausmeister? Wie kommst du auf Hausmeister? Ich habe irgendwie so Schlüssel gehört und auch so Leute im Hintergrund, vielleicht ein Hausmeister, der gerade einen Turnhalle abschließt. Hausmeister ist leider falsch. Boah, schade. Janis, du kannst jetzt noch eine Antwort abgeben. Es ist nicht der Hausmeister. Weißt du es jetzt? Ja. Janis! Ich glaube, das ist die Feuerwehr. Es ist die Feuerwehr, richtig. Ah, hätte ich ja länger gehört. Ein paar Sekunden zu früh gebuzzert. Also, der erste Punkt geht an Janis. Und jetzt kommen wir zum zweiten Beruf. Hier kommen die nächsten Geräusche. Janis! Ich glaube, es ist ein Pilot. Wie kommst du darauf? Naja, also ich war tatsächlich schon mal in so einem Pilotencockpit oder ich durfte halt auch schon mal so einen Helm aufsetzen, wo man dann alles vom Tower bekommen hat. Und das klang auch ungefähr so. Lieber Janis, es ist kein Pilot. Jetzt hast du noch eine Chance, Philippa. Astronaut? Astronaut, Astronautin ist richtig. Ah, das war so klar. Oh, Pilot ist gar nicht so schlecht gewesen. Ja, woran hast du es jetzt am Ende erkannt? Am Countdown. Ja, die Rakete, oder? Ich hätte sogar fast Taucher gesagt. Was? Wieso? Wegen dem Atemgeräuschen so. Ach, stimmt. Das Atmen unter dem Helm. Mhm. Ja, klang ein bisschen wie Darth Vader. Ja, er steht 1:1, das heißt, die nächsten Geräusche entscheiden, wer unser erstes Spiel gewinnt. Okay. Seid ihr soweit? Ja. Hände auf den Buzzer. Welchen Beruf suchen wir hier? Philippa! Friseur. Ja, ist richtig. Yeah. Ihr habt beide aber super gleichzeitig gebuzzert. Yeah. Woran hast du es erkannt? Also jetzt zuletzt an den Scheren, aber zuerst hoffentlich wegen dem Rasierschaum. So wie mit dieser... Ein bisschen altmodisch mit dieser, das ist glaube ich nicht altmodisch, aber... Mit so einer Paste, ja, was genau, man, die man sich so ins Gesicht schmiert beim Barbershop. Dann genau, sowas. Wie auch immer, das erste Spiel geht an Philippa. Glückwunsch! Da habe ich auch noch ein Geräusch. Rate mal, welcher Beruf das ist. Da habe ich nun wirklich überhaupt keine Ahnung. Was soll das sein? Verständlich. Dein Beruf ist ja auch Moderator. Der von Zetteln abliest, da braucht man keine Vorstellungskraft. Du bist ja richtig fies heute. Du teilst ja richtig aus. Warum ist denn der Frogboard heute so schlecht drauf? Zu wenig Fliegenpizza? Zu wenig Fliegenpizza? Ja. Mag sein. Gibt's denn Berufe, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt? Boah, so... In einem Büro. Also, das wäre, glaube ich, gar nicht für mich so ein feststrukturierter Alltag. Da wird mir zu schnell langweilig. Und bei dir, Janis? Also als Kind dachte ich immer, ich könnte niemals so Lehrer oder Lehrerin werden. Mhm. Aber jetzt, wo ich mir so denke, wie viel Ferien und wie viel Freizeit die haben, ist es gar nicht mal so schlecht. Weißt du was, Philippas Mama ist Lehrerin. Oh. Hat die viel Freizeit und viele Ferien? Ja, genauso wie viele Schüler halt. Also, ja. Ja. Aber ich glaube, die Lehrer und Lehrerinnen müssen in ihrer Freizeit auch noch eine Menge machen. Und die müssen korrigieren und so. Unterricht vorbereiten. Also da kommen nicht so wie wir jeden Tag einfach in die Schule. Wisst ihr, was ich einen coolen Beruf finde? Ich finde generell Handwerksberufe cool. Mhm. Wenn man so handwerklich richtig begabt ist. Das ist schon Flex. Ja, ein cooler Schreiner, der einfach sagen kann, hey, ich baue dir jetzt einen Tisch. Oder ich baue dir einen Schrank. Mein Papa ist Schreiner. Dein Papa ist Schreiner. Ja. Lehrerinnen und Schreiner. Ich repräsentiere hier alle Berufe heute. Ja. Wir kommen zum nächsten Spiel. Spiel Nummer 2. Spiel Nummer 2 ist richtig, richtig cool. Heißt wahr oder erfunden. Aktuell führt Philippa mit 1:0. Für dieses Spiel gibt es 2 Punkte. Ich nenne euch jetzt ungewöhnliche Berufe. Ihr müsst raten, ob es die wirklich gibt oder wir sie erfunden haben. Es handelt sich dabei um Berufe,
die es vielleicht ganz früher mal gegeben hat oder aktuell noch gibt. Vor euch liegen die beiden Täfelchen und ihr müsst draufschreiben, glaubt ihr, diese Berufe gibt es oder die Berufe haben wir erfunden. Und wer häufiger richtig liegt mit seiner Einschätzung, der gewinnt das zweite Spiel. Alles klar? Ja. Hier kommt der erste Beruf, Zugdrücker. Die Oshiya sind spezielles Personal der Tokioer U-Bahn. In den Stoßzeiten ist es die Aufgabe der Oshiya, Passagiere in die völlig überfüllten U-Bahn-Waggons hineinzudrücken, damit sich die Türen der Wagen schließen und so der Halt an den Stationen möglichst kurz gehalten werden kann. Also da stehen Leute am Gleis und drücken die Passagiere in die Bahn rein, damit die weiterfahren kann. Ist das wahr oder erfunden? Ich habe wahr hingeschrieben. Ich habe erfunden hingeschrieben, weil das könnte ja mit Körperverletzungen und so zu tun haben. Ich glaube, das würde ja keiner machen dann. Ich glaube, in Tokio sind die Züge sehr, sehr voll und auch die sind sehr genau, was die Pünktlichkeit angeht, anders wie die Deutsche Bahn. Ja. Deswegen kann ich mir das schon... Der Beruf der Oshiya, der Zugdrücker, den gibt es tatsächlich. Oh, Punkt für Philippa. Ja, ist wirklich so. Achtung, hier kommt für euch beide und für euch zu Hause der zweite Beruf, der Beruf der Brillenpolierer. Die kommen im Radsport zum Einsatz und tauschen den Athleten an einem Streckenpunkt die Brillen aus und halten sie sauber. Und den ersten Einsatz der Brillenputzer, den gab es 2014 bei einem Straßenradrennen in Spanien. Da hat sich eine riesige Sahara-Staubwolke mit Regenwolken vermischt und dann gab es einen richtig schönen Schlammregen. Und dann wurden die Brillen der Radfahrer eben von den Brillenpolierern sauber gemacht und deswegen heißt dieser Beruf auch Lavador de Anteojos. Erfunden. Ich habe wahr hingeschrieben. Wie kommst du auf erfunden? Keine Ahnung, also... Ist doch total praktisch. Ja, aber kann ich nicht einfach kurz mal mit der Schulter vielleicht die Brille abputzen? Wenn da so richtig Schlamm auf ja, der okay, Brille ist? Ja, okay, aber die haben ja auch Hände. Also ich meine, die Hände müssen ja nicht die ganze Zeit am Lenkrad dran sein, denke ich. Du glaubst wahr, Janis? Ja. Warum? Naja, also ich kann mir vorstellen, dass es... oft da Sahara-Stürme gibt. Und wenn das sich mit Regen vermischt, dann wird es ja schon sehr schlammig. Und dann können, also dann müssen die Radfahrer noch mehr aufs Fahren aufpassen, weil sonst brettern die ja hin und dann haben die, glaube ich, nicht die Zeit, die Brille zu putzen. Das ist eine gute Begründung. Stimmt. Und den Beruf der Brillenpolierer, den haben wir erfunden. Ach komm. Sorry. Zweiter Punkt für Philippa. Wie viele gibt's? Es gibt noch einen. Und das ist der dritte Beruf, das sind die Fahrradangler. In Amsterdam gibt es sehr viele Fahrräder und sehr viele Grachten, also Wasserkanäle. 165, um ganz genau zu sein. Und viele Fahrräder, die landen auch leider immer wieder in diesen Grachten. Und damit sich diese ganzen Räder, die da reinfallen ins Wasser, nicht aufstapeln und dann zum Beispiel die Boote behindern, werden sie von den Fahrradanglern täglich aus dem Wasser gezogen. Pro Jahr sind das ca. 15.000 bis 20.000 Fahrräder. Und ca. 20% der Räder landen im Wasser, weil der Wind sie hineinweht. Und der Rest wird wohl, der wird wohl reingeworfen. Gibt es den Beruf der Fahrradangler? Ist ja in Amsterdam, ne? Das ist in Amsterdam. Wahrscheinlich, wahr. Also ich sehe auch immer wieder so Videos, wie Autos in die Kanäle reinfahren. Was? Oder reinfliegen. Die ja, kannst du nicht rausangeln. Die kann man nicht rausangeln, natürlich. Oder zumindest nicht so einfach. Aber das ist dann wahrscheinlich auch ein großes Problem mit Fahrrädern. Also ja. Ich glaube auch wahr. Und der Beruf der Fahrradangler ist wahr, gibt's tatsächlich. Yeah. Kann man sich vorstellen, oder? Ja, irgendwie schon. Also wer ein Fahrrad braucht, einfach angeln gehen in Amsterdam. Jeder bekommt einen Punkt. Und jetzt kommt der nächste Beruf. Das ist der Beruf des Kunstfurzers oder der Kunstfurzerin. Ein Kunstfurzer oder eine Kunstfurzerin, auch Flatulist genannt, besitzt die Fähigkeit, die Tonhöhe der Furze zu verändern und kann dadurch kontrolliert Geräusche erzeugen, sodass zum Beispiel mit den Püpsen erkennbare Melodien entstehen.
gibt es den Beruf der Kunstfurzer und Kunstfurzerin. Also wenn ja, ist das schon ekelhaft. Also ich habe jetzt erfunden und geschrieben, aber wenn man so viel furzen kann, dass man ein ganzes Lied furzt, dann muss man zum Arzt gehen. Was sagst du, Janis? Ich habe wahr hingeschrieben, weil ich hab ein Video gesehen, wo sowas gemacht wurde. Wirklich? Was wird da genau gemacht? Na, also da wurde halt ein Mikrofon an den Po gehalten und da hat er tatsächlich in verschiedenen Höhen gefurzt. Also, der Beruf der Kunstfurzer, den gibt es tatsächlich. Nein! Ja. Nein, oh mein Gott. Das ist übrigens ein alter Beruf, den gibt es so nicht mehr in der Form, den gab es früher. Ja. Ja. Hm. Oder du bietest dich an, Philippa, vielleicht wärst du eine gute Kunstfurzerin. Nee, danke. Ich habe andere Talente. Okay, also, das heißt, es gibt einen Punkt für Janis und es steht jetzt 2 Punkte für Janis. 3 Punkte für Philippa. Das zweite Spiel geht an Philippa. Yeah. Glückwunsch! Das heißt, Philippa hat jetzt 3 Punkte auf dem Konto. Janis, du hast noch keinen Punkt. Aber im dritten Spiel gibt es ja 3 Punkte. Das heißt, ihr könnt mit dem Unentschieden ins große Finale gehen. Von den Berufen, die wir jetzt hier kennengelernt haben, was findet ihr, was ist der kurioseste? Kunstfurzer. Kunstfurzer. Ey, ich weiß was. Der Beruf der Kunstfurzer ist überhaupt nicht ausgestorben. Wir alle kennen einen Kunstfurzer. Oh. Ah! Ich verstehe gar nicht, warum Kunstfurzen so etwas Besonderes ist. Ja, dass du das nicht verstehen kannst, das wundert mich überhaupt nicht. Also wir finden, das ist ein sehr ungewöhnlicher Beruf. Ein Mensch, der von Zetteln abliest und sich dabei Moderator nennt, klingt doch viel ungewöhnlicher. Also du bist wirklich, also... Ich könnte mich Johannes hat sehr viel Talent. Er liest nicht nur von Zetteln ab. Was soll denn das heißen, er liest nicht nur... Manchmal auch von Telepromptern. Das ist eine Frechheit. Wir kommen zum dritten Spiel. Ich hab doch hier überhaupt keine Zettel. So, drittes Spiel nennt sich... Ach, diese ganzen Zettel. Nennt sich Kinderkram. Also, Kinder erklären Berufe... Und ihr müsst buzzern, sobald ihr denkt, dass ihr wisst, um welchen Beruf es sich handelt. Bei einer falschen Antwort bekommt der Gegner noch eine Chance. Und es ist klar, wer die meisten Berufe richtig errät, der gewinnt das letzte Spiel und damit 3 Punkte. Kleiner Hinweis noch von mir, nicht alles, was die Kids erzählen in der Beschreibung, stimmt auch. Mhm. Es kann sein, dass sie euch ein bisschen auf die falsche Fährte locken. Okay. Alles klar? Ja. Hier kommt der erste Beruf. Dieser Beruf, da muss man sich auch was trauen und man sollte auch keine Höhenangst haben, wenn man den Beruf machen will. Man muss dann auch meistens sehr jung sein. Man darf auch keine Angst haben von Feuer. Janis! Also, ich glaube, das geht um Feuerwehrmann, weil die gehen ja auch manchmal mit solchen hohen Leitern in so hohe Häuser und dies ist der einzigste Beruf, den ich kenne, der irgendwas mit Feuer zu tun hat. Wir suchen leider keinen Feuerwehrmann. Wir hören nochmal rein. Philippa, du hast noch eine Chance. Ja. Meistens machen die dann auch, zum Beispiel, dass die mit einem Auto fahren und dann jemand aus dem Fenster so klettert und dann irgendwie rausspringt. Und die müssen auch sehr, sehr lange trainieren. Das Trainieren... dauert wahrscheinlich länger, als dass die den Job machen. Und ja, die machen das für die Schauspieler auch, weil das für die gefällt. Philippa! Stuntman! Ja. Genau, wir suchen einen Stuntman. Stunt-Double. Genau, wir suchen einen Stunt-Double. Also erster Punkt für Philippa. Ist gar nicht so einfach, oder? Nee, ich hätte jetzt fast auch irgendwas beim THW dann gesagt. Ja, es kam ganz spät erst, als das Wort Schauspieler gefallen ist. Achtung, ihr beiden, Achtung, ihr zu Hause. Die Kids beschreiben euch den zweiten Beruf. Dieser Beruf ist auch nicht so einfach und wird meistens gut bezahlt. Und den können Männer und Frauen machen. Und sie helfen auch Kindern dabei. Der sagt den Kindern, was sie machen sollen. Manche Kinder nerven dann auch manchmal. Und man kann es niedrigstens so ab 14 oder 18 machen.
Und Männer und Frauen da drin können auch streng sein, aber auch nett oder halt dazwischen. Philippa! Lehrer? Ja. Bei Lehrerin? Das ist richtig. 14-jährige Lehrer habe ich auch nie gesehen. Man muss streng sein, aber auch nett und die Kinder nerven manchmal. Ja. Du warst aber auch kurz davor, Janis, oder? Ja. Okay. Wir haben gleichzeitig gebuzzert. Stimmt, ja. Du warst ein bisschen schneller. Minimal. Nächster Punkt also für dich, Philippa. Aber ich habe noch einen Beruf für euch. Gut aufpassen. Um was für einen Beruf handelt es sich hier? Dieser Beruf ist auch ein bisschen schwer zu machen. Und man muss auch Geduld haben manchmal. Und den Beruf kann man auch so ab 24 machen oder so höchstens oder niedrigstens. Und es geht auch um ein Auto. Und wenn das Auto rückwärts fährt, dann piepst es auch manchmal oder immer. Und die müssen an Häuser vorbei. Ja, Leute. Und das Auto stinkt auch manchmal. Janis! Rennfahrer? Nein! Hä? Das Auto piepst manchmal, sie müssen an Häusern vorbei und es stinkt manchmal. Hä? Oh Gott. Weißt du es? Ja. Nicht verraten, wir hören nochmal rein. Die haben meistens orange Kleidung an. Mit so weißen Streifen. Philippa! Oh Mann, das ist natürlich richtig. Jedes Auto piepst doch, wenn man rückwärts fährt. Das ist lustig, weil du hast gebuzzert, Janis. Und dann einen Satz später sagen die Kids, und sie haben orangene Klamotten an. Und dann wusstest du es auch, oder? Oh. Ja, ich wusste schon, nachdem du nochmal so gesagt hast, dass es stinkt und um Häuser fährt und man Geduld dafür braucht. Aber es ist noch nichts passiert. Jetzt können wir erstmal sagen, das dritte Spiel geht an Philippa. Glückwunsch! Philippa, das heißt, du hast auf deinem Konto jetzt 6 Punkte. Yes. Janis, du hast 0 Punkte. Das heißt, Philippa, du gehst mit einem Vorteil ins große Finale. Und bevor wir anfangen, werfen wir erstmal einen Blick auf unsere Geschenkeliste. Frogboard, was gibt's heute? Der Gewinner oder die Gewinnerin darf wählen zwischen einem Schreibset aus Schokolade und der Chef-Soundmaschine. Und ich lege noch einen von Johannes Zetteln dazu, dann könnt auch ihr Moderatorin oder Moderator werden. Genau, ihr kriegt eine von meinen Moderatorenkarten und hier ist die Schokolade und hier ist die lustige Berufe-Soundbox. Mann, oh Mann, Ihren Job möchte ich haben. Also wenn Sie es bis zum Arzt schaffen, schaffen Sie es auch ins Büro. Also was hättet ihr gerne, die Schokolade oder... Sind die Stifte auch aus Schokolade? Genau, das sind Stifte aus Schokolade. Dann die Schokolade. Oh, beide wollen die Schokolade. Dann strengt euch an. Frogboard, wie funktioniert das Finale? Ich teste euer Wissen zum Thema Berufe. Ihr bekommt jeweils 2 Begriffe genannt, die zu einem Beruf gehören. Wer errät in einer Minute mehr Berufe richtig? Antwortet schnell oder sagt weiter. Jeder von euch hat 1 Minute Zeit und weil Philipp an den ersten 3 Spielen mehr Punkte gesammelt hat, bekommst du nochmal 10 Sekunden obendrauf. Okay. Und Janis, du startest im großen Finale. Das heißt, Philippa, bitte aus dem Raum. Und Janis, bei dir geht's los. Du hast 60 Sekunden. Deine Zeit startet jetzt. Kreide und Tafel. Lehrer. Mehl und Zucker. Bäcker. Trillerpfeife und rote Schiedsrichter. Tafel. Kamera und Stativ. Weiter. Uniform und Handschellen. Polizist. Pinsel und Leinwand. Maler. Cockpit und Flugzeug. Pilot. Haare und Schere. Friseur. Küche und Töpfe. Koch. Stethoskop und weißer Kittel. Wissenschaftler. Faden und Nähmaschine. Näher. Kelle und Mörtel. Weiter. Pflanzen und Heckenschere. Gärtner. Geld und Tresor. Banker. Briefe und Fahrrad. Weiter. Instrument und Noten. Musiker. Bühne und Drehbuch. Schauspieler. Reagenzgläser und Mikroskop. Wissenschaftler. Sauerstoff und Raumanzug. Astronaut. Schutzhelm und Bagger. Bauarbeiter. Schiff und Steuerrad. Kapitän. Besen und Kamin. Schornsteinfeger. Tasten und Klavier.
Richtig gut, Janis. Richtig abgeliefert. Philippa, kannst kommen. Philippa, deine Zeit startet jetzt. Kreide und Tafel. Lehrer. Mehl und Zucker. Bäcker. Trillerpfeife und rote Karte. Schiri. Kamera und Stativ. Kameramann, Frau. Uniform und Handschellen. Polizistin. Pinsel und Leinwand. Künstlerin. Cockpit und Flugzeug. Pilotin. Haare und Schere. Friseurin. Küche und Töpfe. Koch. Stethoskop und weißer Kittel. Doktor, Arzt. Faden und Nähmaschine. Schneider. Kelle und Mörtel. Keine Ahnung. Pflanzen und Heckenschere. Gärtnerin. Geld und Tresor. Keine Ahnung. Briefe und Fahrrad. Weiter. Oh mein Gott. Instrument und Noten. Musiker, Musikerin. Bühne und Drehbuch. Schauspieler. Reagenzgläser und Mikroskop. Chemiker, Wissenschaftler. Sauerstoff und Raumanzug. Astronaut. Schutzhelm und Bagger. Keine Ahnung. Schiff und Steuerrad. Keine Ahnung. Besen und Kamin. Keine. Schornsteinfeger. Tasten und Klavier. Klavierspieler, Pianist. Ladentheke und Kasse. Das war richtig schlecht. Oh mein Gott. Das ist richtig spannend jetzt. Ich muss ganz kurz mal zusammenzählen. So viele Berufe vergessen. Oh mein Gott. Ich war auch überrascht. Moment, ich hab's gleich. Ich hab die Namen vergessen. Ich wusste natürlich, was das für Berufe sind, aber die Namen, alle. Es fällt einem aber auch nicht ein. Mhm. Also ich habe auch bei Postmannfrau. Postbote. Postbote. Ah. Warte, ich hab's gleich, Achtung. Also, Philippa, du hast 18 Berufe, richtig? Und Janis, du hast 18 Berufe, richtig? Nein! Nicht schon wieder. Es gibt ein Unentschieden, ihr wisst, was das bedeutet. Es gibt eine Schätzfrage und diese Schätzfrage entscheidet, wer gewinnt diese Ausgabe der Tiger-Enten-Club-Hörspielshow. Passt gut auf. Der Brasilianer Walter Ortmann steht im Guinness-Buch der Rekorde, weil er seit einer sehr langen Zeit in ein und demselben Unternehmen arbeitet. Was schätzt ihr? Wie viele Jahre arbeitet dieser Brasilianer in seinem Unternehmen? Wie alt ist er? Verrate ich nicht. Ah. Lebt er noch? Verrate ich nicht. Okay, sorry. Ich verrate euch aber, dass Walter Ortmann seit 2022 offizieller Weltrekordhalter ist. Oh, das bringt mir viel. Mir schon. nehme nicht. Wenn wir jetzt das Silber haben. Philippa sagt was? Circa 75 Jahre. Philippa sagt, er arbeitet seit 75 Jahren in dem Unternehmen. Janis? 65. Seit 65. Wenn es jetzt 70 ist. Walter Ortmann ist über 100 Jahre alt und arbeitet seit 86 Jahren für das Unternehmen. Philippa, du hast gewonnen. Glückwunsch. Immer in den Schätzfragen. Also, was hättest du gerne jetzt? Schokoladen oder doch die Soundbox? Ich bin mir sicher, sie werden es noch ganz weit bringen. Ich weiß es nicht. Also, ich finde beides geil. Ich glaube Soundbox. Oh, ich glaube Schokolade. Schokolade, ja, bitteschön. Dankeschön. Schokolade für Philippa und für dich gibt es die Soundbox. Bitteschön. Leute, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Hat es ein bisschen Spaß gemacht, Janis? Ja. Hattet ihr ein Lieblingsspiel? Ich finde das Finale am coolsten. Das Finale geht ab, oder? Weil es so schön schnell ist. Ja, es stresst mich zu sehr. Das mag ich nicht. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Glück und Erfolg beim Finden eures Traumberufs. Dankeschön. Ja? Danke. Danke an Janis, danke an Philippa und vor allem Dankeschön an euch zu Hause fürs Zuhören und Mitraten. Und alle Folgen der Tiger-Enten-Club-Hörspielshow gibt es natürlich in der ARD-Audiothek und logisch überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich vermute mal, unser Frogbot hat auch noch was auf Lager. Einen Witz habe ich noch. Treffen sich zwei, meint der eine. Du siehst aber schlecht aus, antwortet der andere. Kein Wunder, mein neuer Job ist extrem anstrengend. Ich bin total fertig. Seit wann hast du den Job denn? Nächste Woche fange ich an. Wahnsinnig witzig. Wir sagen tschüss, ciao. Tschüss. Tschö mit Ö.
Kennt ihr eigentlich Kakadu, den Podcast von Deutschlandfunk? Die beantworten da unsere Fragen und zwar richtig toll. Gibt es wirklich Vampire oder ist es schlimm, wenn irgendwo der Wurm drin ist? Außerdem flattert der Kakadu direkt zu euch nach Hause und berichtet, wie es ist, in einem Tiny House zu leben. Oder wie eine Schabbatfeier abläuft. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, das mal anzuhören. Findet ihr alles in der Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.